Moin, ich bin Kai von Kalles Angelshop. Neben mir ist Guillaume, Freund der Lande, aus Frankreich. Und jetzt möchten wir euch gerne einmal zeigen, wie ihr eine vernünftige Schlaufe in eure Vorfächer reinbekommt, die ihr dann vernünftig in eure Hauptschnüre einhängen könnt, dass die ordentlich halten und dass die Schlaufen auch schnell und einfach gemacht sind. Was ist wichtig bei so einem Schlaufenknoten? Also, mir ist immer wichtig, dass er vernünftig hält, dass er möglichst wenig Tragkraftverlust hat und dass die Schlaufe schön gerade nach oben zeigt. Und das mache ich immer ganz gerne mit der Leine doppelt gelegt und einem 8-Knoten. Wir nehmen jetzt mal so eine ganz dicke Leine, damit ihr das auch anständig sehen könnt. In Realität nimmt man natürlich solche dünnen monofilen Schnüre oder Fluorcarbon-Schnüre, aber zum besseren Zeigen nehmen wir jetzt einmal diese dicke Leine. Ich mache es so. So, die Schnur einmal doppelt nehmen, die Leine, dann eine Öse legen mit der Doppel, oben rüber legen und unten durch. Dann habe ich einen 8-Knoten in der Schnur drin, den gleichmäßig stramm ziehen. Und der Vorteil bei diesem 8-Knoten ist, dass er einen gleichmäßigen Druckverlauf hat, die Druckverteilung ist sehr gleichmäßig und die Schlaufe hängt gerade. Die ist nicht irgendwie jetzt abgewinkelt oder sowas, das passiert bei so einem ganz normalen Knoten ganz schnell mal. Bei diesem 8 Knoten ist die Schnur halt wirklich gerade. Andere Variante ist auch für einen Schopf zu machen, einfach Doppelknoten machen. Einmal und zweimal. Der ist für viele noch einfacher und schneller gemacht. Er hat aber immer einen kleinen Winkel drin, ne? Genau. Einmal und dann zweimal. Ich hoffe, wir konnten euch mit dem Knoten etwas weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Freude beim Angeln. Daumen hoch. Folgt uns auf Facebook und Instagram und besucht uns bei uns im Laden. Wir helfen euch gern. Wir bringen euch zum Fisch. Tschüss. Tschüss.